Mega cool. So, machen wir doch das nochmal. Oh, ist das dein fucking Ernst, Alter? Junge, kein Wunder, dass du die ganze Zeit stirbst, Alter. Wenn du deine ganze Zeit damit verbringst, nachzuladen. Bro, was geht ab? Okay, cool. So, das war jetzt nicht so dramatisch, wie ich gedacht habe. So much for that. I gotta find Ellie. Hey, Rising Dawn, was geht ab? Okay, ich sollte jetzt eigentlich relativ viel Stuff gesammelt haben, dass ich tatsächlich meinen Kram einmal so upgraden könnte, oder? Ich habe 250 Dudes, so, das sollte doch begehen. Los geht's. Okay, also hier geht an sich voll viel. Das Problem ist einfach nur, ich bin einfach nicht gut genug dafür. Okay. Das sollte, glaube ich, erstmal reichen. Finish it. I got it. Nicely done. You bit? Not today. You? Not today. Oh, shit.
Das haben die bemerkt? Ihr krassen Typen, Alter. Hey, habe ich nicht so ein cooles Rohr, wo ich so durchgucken konnte? Ich weiß, dass das irgendwie ging, aber ich weiß nicht mehr, wie es ging. Warte mal. Kann ich das nicht irgendwo nachgucken? Tutorials. Oder auch nicht. Ich find's prinzipiell... Ah, auf X drücken, okay. Auch cool, dass es jetzt so eine krassen... Upgrade-Animation gibt. Ich meine, das gab es ja in Last of Us Part 2 auch. Das haben sie da wahrscheinlich dann mit übernommen. Ich finde sie ein bisschen lang. Die könnten ruhig etwas flotter sein. Das ist cool. Here we go. Ich wusste nicht, dass du einfach hier irgendeinen Shit kaputt schießen kannst. Das ist auf jeden Fall nice. Move einfach. Man. I shot the hell out of that guy, huh? Yeah, you sure did. I feel sick. And you just hang back like I told you to. Well, you're glad I did. Das sieht so gut aus. Ah. Oh. My head blown off by a goddamn kid. You know what? No. How about, hey, Ellie, I know it wasn't easy, but it was either him or me. Thanks for saving my ass. You got anything like that for me, Joel? We gotta get going. Lead the way. Joel ist so ein Pisser einfach. Halt, ach, die Szene regt mich jedes Mal wieder auf. Jedes Mal aufs Neue, wenn ich die sehe, denke ich mir so, meine Fresse, sag doch einfach nur Danke. Weißt du, manchmal ist es einfach okay, einfach mal Danke zu sagen oder cool oder sorry oder halt einfach mal nicht auf dem Punkt bestehen, so einfach mal sagen, passt schon. Weißt du, ist okay.
Bring Dexter und Neville zu deiner Mutter. Hier ist es nicht sicher. Jen ist durchgestrichen. Keine Sorge, wir kümmern uns gut um sie. Ah. Furchtbar. Wait there, okay? Sure, Joel. I'm not going anywhere. Eine Sekunde. Musste meine Katze kurz vor meinem Tisch verscheuchen, weil die ist schon wieder. Die hat schon wieder abstruseste Pläne, Alter. Ich bin mir nicht sicher, was ich in diesem kleinen Gehirn schon wieder zusammengebraut hatte, aber es war nichts Gutes. We need to get back out, find that bridge. Tell me where to go. I hate this crap. Brudi, du hast es dir einfach selber eingebrockt, so. Das ist einfach, daraus habe ich gar nicht zu beschweren, so. Das ist dein Ding. Du hättest vielleicht einfach keine Pissy Queen sein müssen und dann wäre alles cool gewesen. Aber nein, wir bestehen ja darauf, dass sie was falsch gemacht hat, obwohl du fast gestorben wärst. Daher, ich meine, ja, Redemption-Arc und so weiter, kommt alles noch, aber trotzdem. Nicht cool so, nicht cool. Ist hier irgendwo noch was? Aha. Nuts. Krass. Ey, diese Glasschüsseln überall sehen halt so krass aus. Also sie sehen halt übelst fake aus, aber sie sehen trotzdem voll gut aus. It's a backdrop. People would take their pictures in front of it. Yeah, I know what it is. Okay, then. Something on your mind, Ellie? I wasn't trying to disobey you back there. You were taking a really long time, and I thought maybe he's gotten into trouble. Look, it don't matter what you thought. I need you to listen to me. I do. It's just that... Whatever, Joel. Ach, Joel. Was mache ich nur mit dir?
be able to get there with this. Das klang nicht so gut. Hey Black Materia, was geht ab? Damn, this is easier than I thought. Hey, how about a hand? You sure you can trust me with that? Ellie. Einfach vollkommen verdient. Alles, was sie tut, komplett verdient, so. There, how's that? Let's go. Kommt sie alleine hier hoch? Ah, sie schafft das schon. Sie ist ein großes Mädchen. Den Kiddies geht's gut. Die Kleine ist gerade ein bisschen hyper. Ist ein bisschen nervig. Aber Katzen halt. Could you please? Danke. Ich hätte auch Bock auf so ein Buffet gerade. Einfach so ein All-You-Can-Eat. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Jump down there and I'm gonna clear us a path. What about me? You stay here. This is so stupid. We'd have more of a fucking chance if you let me help. I am. You seem to know your way around a gun. You reckon you can handle that? Well, I sort of shot a rifle before, but it was at rats. Rats? With BBs. Well, it's the same basic concept. Lift it up. All right, now, you're going to lean right into that stock, because it is going to kick a hell of a lot more than any baby rifle. Okay. Go and pull the bolt back. Grab it right there. Just tug it. There you go. And as soon as you fire, you're going to want to get another round in there quick. Listen to me. If I get into trouble down there, you make every shot count. Yeah? I got this. All right. And just so we're clear about back there, it was either him or me. You're welcome. Boss bitch. Insane, so. If you're gonna steal, you better make sure you get away with it. Right? I would have done. They're all dead! They're all fucking dead! What the hell's he yapping about? Sick. Get him! Sick. Oh shit, warte. Falsche Waffe. Oops. Direkt verkackt. So, Zeit, dass ich meine Splatoon-Skills raushole. Zeit, ein bisschen zu splatteln, würde ich mal sagen. Das war eigentlich nicht der Plan, aber das ist schon okay. Kommt da einer? Oh Gott. Ein Glück trifft mich das nicht. Ass, Alter.
Oh fucking God. Yo, was? Kannst du chill? So. Ey, das hätte treffen müssen. Ach. Das wird so eine richtig anstrengende Geschichte hier. Pass auf. Pass fucking auf, so. Who's dead? The whole crew. The 76 lookout guys. Some tourists killed them. Kill all of them. Shit. You got the ball? They're all dead. So many dead people. Quack. Das war auch recht. Das war auch mehr Glück gerade als gekonnt. Ach die liebe Güte. Brauchen die Fireflies nicht, sie mögen den Kampf begonnen haben. Bla 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 bla. Okay, cool. Damn, holy shit. Holy shit. Holy shit. Oh God. Ah. Whoa. Whack. Oh, ist das dein Ernst? Watch his back. I got him. Don't lose him. Hey, he's over here in the door. For fuck's sake, Alter. Das war klar, dass das passiert. Oh Mann! Ich dachte, ich bin so voll cool und kann da einfach super easy rüber, aber... Ein Glück starten wir hier, am besten Punkt. Oh, sick. Dann halt fucking so. I don't care, wie wir es machen. Yeah, keep doing that, Ellie. Wir haben ihm das Bein abgeschossen. Oh mein Gott. Übelst sick. Whack. Hä? Oh fuck. Hier schwebt ständig was in der Luft oder poppt einfach aus dem Nichts auf oder irgendwie sowas. Das ist halt komplett normal für dieses Spiel. Es ist ein bisschen buggy einfach.
Oh, ist das euer Ernst? Oh, er ist schon weg. Oder? Are you over there? Also, wie man eine Shotgun benutzen sollte, auf Distanz. Ja, das war's, oder? Ist ja echt nur noch der eine Dude da vorne und dann... Oops. So. Whack. Ich spiele auf dem Normalen, aber das Spiel ist krass schwer geworden auf dem Normalen. Alright, come on down. I do. About something a little more your size. It's for emergencies only. Okay. Naja, dafür haben Naughty Dog-Spiele aber auch ungefähr 2 Milliarden Anpassungsmöglichkeiten, wie du den Schwierigkeitsgrad halt gerne hättest. Also das ist schon okay gemacht. Kann ich mich nicht beschweren. Hier nicht irgendwo noch ein Baseballschläger? Oder war der hier? Da vorne war einer. Ey, dieses Spiel ist so hübsch. Das ist halt so krass. Ich komme nicht darauf klar, wie schön dieses Spiel aussieht. Manchmal sitze ich hier und denke mir, ich wäre gerne so schön wie dieses Spiel. Das Selbstvertrauen, was ich dann hätte, off the charts, so.
habe das Gefühl, hier ist noch was drin. Ich sollte hier eigentlich noch nicht rausgehen, weil noch irgendwo irgendwas ist. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Okay, da ist auch nichts. Da kann man ja raus. Thing, Ellie. On it. Stupid chain is stuck. Hold on. I am. There. It's good thinking. Help me open this. Also cool, dass wir das machen können, aber ein bisschen nutzlos, oder? Ah nee, da können wir damit hin. Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Oder? Das ist das, oder? Das war jetzt, und dann... Oh mein Gott, wie mega cool. Ich dreh durch. Ich meine nicht, dass wir hier was machen können, aber... Hau raus. Voll krass. Das ist hingegen nicht so krass. Busy couple of days, huh? Whatever, man. Damn, no food. Old pair of shoes. We got nothing. Let's go. I know. It's just... Oh, man. Krass, wie sie ausbluten einfach. Das Problem ist, ich glaube, das war der richtige Weg. Oder? Und eigentlich wollte ich den noch gar nicht gehen. Ich glaube, hier geht's auch nicht weiter, ne? Na toll, das hätte... Ich dachte, ich habe jetzt so voll den geheimen Weg gefunden. Aber das war einfach der reguläre Weg, der man hätte gehen sollen. Oh, come on, dude. Ich dachte, ich hätte ja was voll Cooles gefunden. So einfach irgendein geheimen Raum, irgendein geheimen Event. Aber nein. Das ist einfach der scheiß richtige Weg. Oh Gott. Das vorige Let's Play sollte online sein. Es ist halt auf nicht gelistet gestellt, weil ich keine Let's Plays auf meinem Musician-Kanal mehr haben wollte. Aber theoretisch müsste das da irgendwo rumdüsen. Oh Gott. Fuck. Oh Gott. Oh hey, tauschen wir doch gerade mal gegen das Rohr. Das ist nämlich viel geiler als alles andere, was ich habe. Hearing them talk. At least they're scared of us. Just try not to let your guard down. I'm just saying, it's good having you on my side. That was a compliment. Okay. Ich habe gerade nur meinen Mini-Chat hier. Ich habe den großen nicht auf. Daher sorry, dass ich deine Nachricht übersehen habe. Was hast du geschrieben nochmal?
Also das Remake hat so ein paar kleine Neuerungen, die eigentlich echt ganz praktisch sind. Halt, ich könnte sogar anstellen, dass der Controller vibriert, wenn sie sprechen. Damit man halt weiß, wann wer geredet und wann fertig geredet ist und so. Das ist halt schon insane, was sie an Settings hier so reingepackt haben. Krasse Lichteffekte. Ah, so, welches Spiel ich gehypt bin. Bayonetta 3. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube, heute hat ja auch die Resident Evil 8 DLC-Geschichte eine Ankündigung bekommen. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Und die kommen beide zur selben Zeit raus. Und ich glaube, ich muss hier Feierabend machen. Meine Festplatte ist fast voll und das ist ein bisschen doof. Aber hier können wir dann das nächste Mal weitermachen und spielen dann einfach 8 Stunden am Stück und sind dann einfach fertig mit dem Spiel. Und das finde ich, glaube ich, ziemlich cool.